Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir ziehen das jetzt durch mit den Buchstaben und heute fangen wir an mit den zwei Buchstaben L und M. Also Lärmschutz gibt es hier, das heißt, es gibt ein Lärmschutzgesetz, genauso wie in Deutschland, mit genau den gleichen Zeiten, also ab 10 Uhr Schluss, Mittagszeit. Aber es interessiert keinen Menschen hier. Das wäre jetzt so, wenn ich mich beschweren würde, weil mein Nachbar gerade sehr laut ist. Ja, ich habe das selbst erlebt in Deutschland, dann wird sofort die Polizei angerufen. Man geht ja nicht zum Nachbarn und sagt, hey, könntest du mal leiser machen? Nein, man ruft sofort die Polizei. Die kommt dann auch. Nur, wenn ich jetzt hier anrufen würde und würde sagen, hey Polizei, mein Nachbar stört mich, der ist laut, dann würden die erstmal einen Lachkrampf kriegen. Und wahrscheinlich, wenn ich sage, ich bin im Sungo, dann würden sie sagen, ja, dann kommen wir doch mal vorbei, um halt irgendwie ein bisschen abzukassieren. Aber der Lärm würde deshalb nicht reduziert werden oder abgeschafft werden. Praktisch gibt es hier keinen Lärmschutz. Lebkuchen gibt es hier nicht. Also auch nichts Ähnliches. Da glaube ich, fehlen hier schon mal die Gewürze dazu. Aber ich habe ja nette Leute aus Deutschland, die manchmal sowas mitbringen. Die Menschen hier, die jungen Menschen, können mittlerweile alle lesen und schreiben und rechnen. Zum großen Teil ist das Marco Fuli zu verdanken, der hier ein Schulsystem eingeführt hat. Und auch, dass private Schulen zugelassen sind, weil die eigentlichen Government, also die Regierungsschulen, die sind nicht so wirklich besonders. Und ihr habt es ja vielleicht bei mir schon mal gesehen, selbst die Babyschools, also die Kindergärten, dort lernen die schon rechnen, dort lernen die schon Englisch, also auch eine Fremdsprache. Finde ich gut. Natürlich ist es so, die ältere Generation hat da eher Probleme mit Lesen und Schreiben. Und das ist jetzt wieder so, es gibt viele Menschen, die betreiben ein Geschäft, haben aber Schwierigkeiten mit dem Rechnen zum Beispiel, können aber einen Taschenrechner bedienen. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Und da ist dann oft so, wenn die dir eine Zahl nennen, du die nicht verstehst, dann rechnen sie dir das vor. Zeigen dir am Taschenrechner, ja, das plus das plus das plus das plus das, und dann steht dann irgendwie 20.000 plus 5.000. Wenn du denen dann 20.000 in die Hand drückst, dann sagen sie Danke und sind froh. Sie haben aber nicht die Ist-Gleich-Taste gedrückt, wo dann 25 rausgekommen wäre. Also hier, das sind so Sachen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich empfehle auch alles, was ihr hier seht oder bekommt oder an Wechselgeldern, immer nachkontrollieren. Ihr müsst immer schauen, was stimmt. Und das heißt nicht, dass ihr dauernd betrogen werdet. Ich habe es eigentlich eher öfter, dass sich die Leute selbst betrügen und dass man hingehen muss und sagen, hey, das kann ja nicht sein. Du verkaufst mir das für den halben Preis, was du bezahlt hast. Macht keinen Sinn. Ja, und beim Lesen ist es genauso. Also einfach jetzt hinzugehen und zu sagen, pass auf, ich habe hier einen Übersetzer. Ich kann das nicht aussprechen, hier lies mal. Kann auch in die Hose gehen, weil gerade bei älteren Leuten, wie gesagt, die können dann gar nicht lesen. Aber das ändert sich gerade. Ein ganz großes Vorurteil hier, was ich von vielen Menschen schon gehört habe: In Tansania herrscht die Lynchjustiz. Das heißt, ja, was heißt das eigentlich? Ich habe da mal im Wikipedia nachgeschlagen, was da unter Lynchjustiz eigentlich drinsteht. Und ich finde es interessant, wie viele Wörter, die wir in Deutschland verhunzen, verändern, die Bedeutung verändern, haben wir natürlich auch das bei der Lynchjustiz. Es ist einmal, ja, wenn so ein Mob auf euch zukommt und euch aufknüpft ohne Verurteilung. Auf der anderen Seite ist es dann wieder nur gegen Schwarze, steht auch in Wikipedia drin. Beim nächsten Mal ist es dann nur wieder in Amerika oder wie auch immer. Ja? Also ich sage euch mal meine Definition der Lynchjustiz. Es ist einfach so, ohne irgendeine Verurteilung,
Du bist entweder schuldig oder nicht schuldig, das ist egal. Der Mob ist der Meinung, also mehrere Menschen, eine Gruppe von Menschen ist der Meinung, du bist schuld und die gehen hin und wollen dich jetzt, was ich, steinigen, verbrennen, aufhängen, erschießen, was auch immer. Das heißt, die machen einen gemeinsamen Mord an dir. So, wenn das jetzt eine, sag ich mal, ausgeflippte Tante in einem Krankenhaus mal schnell 200 Leute killt, ist das keine Lynchjustiz in meinen Augen, denn die ist alleine, das ist einfach eine Massenmörderin. So, und hier ist es so, dass mehrere, 3000 waren es, glaube ich, 3000 Menschen sind in den vergangenen Jahren gelyncht worden im Norden Tansanias auf den Dörfern. Das Ganze liest du in einer Zeitschrift, das war in der letzten Zeit, diese Zeitschrift oder diese Zeitung, die HuffPost, die hat das geschrieben 2012 bereits. Und man muss vielleicht wissen, HuffPost, was kann man da noch alles lesen? Ja, ich sag mal nur Bildsprach mit den Toten. Also, das sind die Aliens unter uns, wir alle werden von Echsen geleitet und Dinge, also ähnliche Sachen, also bei unheimlich, wahnsinnig, ich sage jetzt mal fachlich und sachlich, oder? So, es gibt aber auch eine Studie, die ist von der Universität Dar es Salaam zusammen mit der Hopkins University ausklamüsert worden. Ja, wie viele Leute sterben hier oder werden hier wirklich gelyncht? Und da sieht das Ganze dann schon ein bisschen anders aus. Die haben dann, das meiste Lynchen waren eigentlich Selbstmorde, haben also gar nichts mit wirklich Lynchen zu tun gehabt. Aber ja, tatsächlich, es gab ja auch gelynchte Menschen. Übrigens, die gleiche Studie könnte ich aus Deutschland machen, die gleiche Studie könnte ich aus Frankreich machen, das ist aber noch schlimmer. Und die gleiche Studie könnte ich in Amerika machen, das ist am schlimmsten. Also dieses Lynchen gibt es überall und das muss man jetzt nicht hier diesem Land da als Urheber zuzuschreiben. Was ich jetzt von mir aus hier, von den Menschen, mit denen ich spreche, mitbekommen habe, das ist so, dass es war in Moshono, ein Stadtteil südlich von hier, da wurde in Mitte der 90er Jahren, ich weiß es nicht genau, wurde tatsächlich ein Mann gelyncht. Das heißt, tatsächlich haben sich die ganzen Leute da in diesem Ort zusammengerafft und haben gesagt, du hast die Tochter von dem vergewaltigt. Er war übrigens auch schuldig. Und es ist halt hier so, dass die Polizei, ist ein Weißer, kann man sich immer wieder freikaufen, ne? Als Weißer. Und die wollten tatsächlich den also lynchen, haben ihn aber nicht gelyncht. Übrigens in der Studie könnt ihr auch nachlesen, dass noch nie ein Ausländer gelyncht worden ist hier. Und ja, die waren aber aufgebracht und das war vor so vielen Jahren und das war auch das letzte Mal, wo das hier in Arusha zumindest vorgekommen ist. Also ich verstehe es auch nicht, warum so viele Leute hierher kommen, obwohl sie doch wissen, dass hier die armen Weißen abgeschlachtet werden. Es gibt hier 128 verschiedene Tribes, das heißt verschiedene Stämme. Vier von diesen Stämmen sind die Maasai. Das sind übrigens die letzten, die hier überhaupt in das Land gekommen sind. Alles andere vorher ist originaler wie der Maasai. Maasai sind aber hier die touristischen Vorzeigewilden, sage ich mal so, weil die hier immer noch ein bisschen rumwandern, weil die einen schönen bunten Stoff anhaben und angeblich sonst nichts. Naja, wenn du mal unten reinguckst, dann haben sie eine Hose dran. Aber es sind halt die Vorzeigeleute. Es gibt sogar ein Buch, die Weiße Maasai. Also eine Frau, die mit einem Maasai zusammengelebt hat, erzählt von ihrem Leben. Wenn man da ein bisschen nachforscht, wird man feststellen, das war kein Maasai, sondern auch hier haben sie einfach das Wort Maasai benutzt. Weil Maasai irgendwie jeder kennt, weil die einfach prominent gemacht worden sind. Aber Maasai war aus meiner Sicht, waren da eigentlich die ersten
Kolonialisten hier in Tansania. Und die kamen nicht friedlich. Ja, Malaria ist so eine Geschichte. Das ist die Angaben, die Zahlen sind wahnsinnig verschieden. Egal mit wem man spricht, egal wo man hingeht und egal auch im Internet, wenn man ein bisschen sucht. Ja, also natürlich ist das schlimmste Land mit Malaria, wenn ihr in die WHO reinschaut. Die sagen ja auch, es wurde 2023 am 25. April, das war der Weltmalariatag. Dort wurde ein Konzil gegründet, das versprochen hat, bis 2030, kennt ihr die Zahl, sollen sämtliche Malaria aus Tansania verschwunden sein. Ja, wie viel Malaria haben wir hier eigentlich? Und da kommt es jetzt darauf an, wenn ich in eine deutsche Berichterstattung schaue, dann haben wir ganz viele Fälle und die sind auch gerade steigend. Wenn ich jetzt in eine amerikanische Berichterstattung schaue, dann ist hier die Malaria leicht im Rückgang. Wenn ich die tansanische Zeitung anschaue, dann ist Malaria von 18% auf 8% runtergegangen. Wenn ich jetzt in eine Klinik reingehe und mit Ärzten mich unterhalte über Malaria, dann haben die meisten eigentlich überhaupt keine Erfahrung mit Malaria, weil ja, hier in Arusha so gut wie gar nicht. Ja. Also ich war damals der einzige Patient innerhalb von 5 Jahren. Und ich habe mit dem einen Arzt, den Dr. Ali, mich lange unterhalten, der dann sagte, ja, er kennt einen Fall aus Dar es Salaam. Aber als er studiert hat in Nairobi, da waren sehr viele Fälle. So kann man sich jetzt einen Reim draus machen oder auch nicht. Auf alle Fälle, die Angaben sind sehr, sehr unterschiedlich. Dass es das gibt, ja, natürlich, ich habe es gehabt. Die Behandlung hier ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also es gibt hier keine Chemopille, ja, sondern die machen das hauptsächlich mit sehr viel Infusionen, und zwar Natriumchlorid, also gar nichts mal Spezielles. Arbeiten hier mit viel Salz. Ja. Es gibt ja auch in Deutschland immer mehr, die sagen, CDL wäre dagegen hilfreich. Könnte sein. Und ja, es kommt hier auch nicht wieder. Das Malaria kommt erst dann wieder, laut dem Arzt, wenn du wieder neu von diesen Mücken gestochen wirst und wenn dir wieder Parasiten eingepflanzt werden. In Deutschland kenne ich das so, dass wer Malaria hat, das kommt immer wieder, das gehört sich so, das ist genormt in Deutschland. Hier, naja, hier gilt die Norm ja nicht. Ja, Mango, oder wie man sich hier nennt, Embe, sind sehr beliebt bei Kindern hauptsächlich und wachsen hier wild. Das heißt, wenn du hier irgendwo durchs Gelände wanderst, findest du immer wieder mal so einen Malaria-Baum. Die gibt es sogar sehr groß. Mango-Baum. Was habe ich gesagt? Malaria-Baum. Also ohne meine Kameramann-Frau würde ich euch so einen Scheiß erzählen. Ja, natürlich gibt es keinen Malaria-Baum. Ich war jetzt noch irgendwie beim vorherigen Thema. Also, es gibt hier wild wachsende Mangobäume und Mango ist eins der wenigen Fruchtbäume, die nur einmal im Jahr eine Frucht tragen hier oder halt nicht gleichzeitig Herbst und Winter feiern. Aber ist ein sehr beliebtes Obst hier. Der medizinische Sauerstoff, den gibt's hier und es gibt auch eine Sauerstoffversorgung. Allerdings, man geht hier nicht in ein Krankenhaus und ja, hallo, ich bin hier, ich brauche Sauerstoff und dann geben die dir das ganze Zeug mit. Du musst dir alles mühsam zusammensuchen. Also allein den Sauerstoff zu kriegen, da musst du wissen, wohin. Da gibt es nur eine einzige Klinik, die den Sauerstoff liefert oder gibt. Zum Zweiten musst du, ob das Nasenmaske oder was auch immer du brauchst, ja, musst du dir hier selbst irgendwo in irgendwelchen Pharmazieläden im Hinterhöfen zusammen suchen. Dann kriegst du das in der Regel auch, aber wie gesagt, das ist eine lange Suche. Also Sauerstoffpatienten, die hierher kommen, sollten ja, gut versorgt sein. Es gibt übrigens auch nicht diese Systeme, ja, irgendein Füllsystem oder sowas. Also ihr kriegt wirklich nur eine dicke, fette Flasche
Auch die kleine Flasche, ja, diese schönen tragbaren, noch dazu leichten Flaschen, werdet ihr hier sicherlich irgendwo finden, ja, aber da müsst ihr ganz, ganz lange suchen. Hier darf man Bigamie betreiben. Das ist erlaubt. Also eine Mehrehe ist erlaubt. Ich kann bis zu 4 Frauen haben, außer ich bin ein Masai. Ein Masai darf 15 Frauen haben. Es gibt mittlerweile aber Einschränkungen hier im Gesetz, dass also 4 Frauen maximal ist erlaubt, aber du musst bei der zweiten Frau, ab der zweiten Frau nachweisen, dass du dir die auch leisten kannst. Das heißt, du musst nachweisen, dass du den Platz dafür hast, du musst nachweisen, dass du ihr die Kleidung, das Essen und auch für die nachfolgenden Kinder alles liefern kannst. Was viele Leute nicht wissen ja, man will es nicht glauben, Mehrehe gilt hier nicht, ist keine Einbahnstraße. Das heißt, nicht der Mann darf 4 Frauen haben, sondern auch die Frau darf 4 Männer haben. Und ich kann euch sagen, wenn das so ist, das wird ein kompliziertes Familienverhältnis hier. Aber da mache ich ein extra Video. Ja, ich höre das immer wieder von weißen Menschen, die hier ankommen, die ein Haus gefunden haben, die das mieten und sagen, naja, die Kaution war ja sehr gering, oder andere sagen, die Kaution war aber sehr hoch. Ich kann da nur dazu sagen, es gibt hier keine Mietkaution. Mietkaution ist weder gesetzlich geregelt, also gibt es im Gesetz überhaupt nicht, und ist auch nicht üblich hier. Das heißt, wenn ihr jetzt bei einem Afrikaner, der ja theoretisch der Einzige ist, der hier wirklich Besitz haben kann, ja, wenn ihr bei einem Afrikaner also mietet, gibt es keine Kaution. Und wenn ihr bei dem Afrikaner, der sagt, haha, ich habe gehört, die Weißen zahlen Kaution, wenn ihr das machen würdet, ja, dann könnt ihr das auch aus dem Fenster rausschmeißen, weil das Geld werdet ihr nie wieder sehen, euer Leben lang nicht, weil Afrikaner mit dem Geld dann nicht umgehen können. Wenn also ihr Mietkaution zahlt, dann liegt es daran, dass ihr irgendeinen Europäer auf den Lappen gegangen seid, der das halt von seiner Heimat kennt und sagt, ja, das will ich jetzt hier auch. Aber ich würde es nicht bezahlen. Mietzahlungen selber zu leisten, das ist hier eigentlich üblich, dass man das nicht monatlich bezahlt. Man kann das auch aushandeln, aber üblich ist es nicht. Sondern man zahlt hier seine Miete entweder alle 3, 6 oder 12 Monate. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, der Nachteil, wenn du es 12 Monate lang bezahlst, aber nach 3 Monaten ergibt sich eine andere Situation, du musst raus, dann kriegst du dein Geld eigentlich zurück. Das kann aber lange dauern, weil der Vermieter in der Regel das Geld dann nicht mehr hat. Ja, das ist ein Nachteil. Der Vorteil ist, wenn du weißt, du wohnst da wirklich so lange, du hast halt deine Ruhe. Ja. Und Miete bezahlen. Leute, ich sage es immer wieder, und ich weiß, dass ich hier ja, mich bei manchen Leuten nicht beliebt mache, aber Miete bezahlen tut man hier in Schilling. In dem Moment, wo ihr in Dollar oder in Euro Miete bezahlt, werdet ihr beschissen. Egal wie schön das Haus ist, egal wie groß das Haus ist, ihr werdet betrogen in dem Moment, wo ihr nicht in Schilling bezahlt. Das hier ist Tansania. Man bezahlt hier in Schilling, nicht in Euro, nicht in Dollar. Meistens ist es so, dass es ja Europäer, Amerikaner oder ja, sonst wo irgendwelche Ausländer sind, Inder zum Beispiel, die von euch dann in Dollar verlangen. Und die, ja, die kennen halt die Preise zu Hause wieder, ne? Tansania hat ein Militär. Ein sehr gut ausgebildetes Militär, das Gott sei Dank nie zum Einsatz kommt. Das Militär hier darf nicht für irgendwelche Angriffe benutzt werden oder in irgendwelchen Auslandseinsätzen für irgendeine, zum Beispiel NATO oder sowas, ja, sind wir eh nicht dabei, aber dürfte es nicht eingesetzt werden. Das heißt, diese Verträge könnten gar nicht unterschrieben werden. Das Militär ist hier rein zur Verteidigung da und das hat es auch schon zweimal bewiesen, vor vielen Jahren, dass es auch sehr gut
funktioniert, die Verteidigung gegen Uganda damals. Wie gesagt, sind gut ausgebildet. Ich weiß jetzt nicht, wie die ausgestattet sind. Ja, also was jetzt hier an Panzer oder sonst was rumsteht, kann ich nicht sagen. Was ich gut finde hier, das Militär wird auch im Inland eingesetzt. Wenn zum Beispiel irgendwelchen Hochwasserhilfen oder wenn irgendwas nötig sein würde, dass man jemandem hilft oder die Unterstützung der Polizei, auch da kann das Militär eingesetzt werden, um die Polizei zu unterstützen. Finde ich persönlich besser als in anderen Ländern geregelt. Finde ich persönlich, wenn da was Schönes drin steckt, schön anzuschauen. Also ich habe da nichts dagegen, gegen Miniröcke. Aber hier in dem Land ist es einfach deplatziert. Hier läuft man nicht mit einem Minirock rum. Das ist provokativ, gerade auch Muslims gegenüber. Also Minirock ist wie Leggings, man zieht das hier einfach nicht an. Also zum Thema Mode gibt es noch ein eigenes Video, ein bisschen genaueres Video. Es gibt hier schon Leute, die so ein bisschen Etipetete sind. In Dar es Salaam, weiß ich, gibt es auch so ein bisschen ja, die Schickimicki-Version des Afrikaners, aber das sind eher wenige. Mode, ich lese es manchmal in meinen Kommentaren, Afrikaner, das sind die letzten Schmarotzer, ja, die laufen nur mit Nike und, wie heißt das Zeug, Dior und also nur mit Markenklamotten rum. Ist natürlich ein Blödsinn. Also wenn die Markenklamotten anhaben, und das sind hier sehr viele, da, wie gesagt, ich mache da noch ein Video und habe da auch ein paar Bilder dazu, aber dann hat das zwei Gründe. Entweder es sind diese falsch gebastelten Fakes von China, die hier rüberkommen. Ja, und da steht halt dann statt Nike, Knight oder irgendwas, wo sie ähnlich ausschaut. Oder aber es sind die Spenden, die hier runterkommen. Und es gibt hier einen großen Markt, auch darüber gibt es demnächst ein Video, den Samunge-Markt. Und das ist ein reiner Gebrauchtwarenmarkt. Und eure Kleiderspenden kommen hier auf diesen Gebrauchtwarenmarkt zu den Händlern. Also wenn ihr glaubt, ihr spendet da wirklich was für die armen Afrikaner, vergesst es. Das kommt hier zu einem Händler und der Händler verkauft das Zeug dann. Und wenn ihr als Weiße da reingeht, dann versuchen die euch das zum zehnfachen Preis zu verkaufen, den ihr in Deutschland bezahlt. Das heißt, die wissen genau, was das Zeug wert ist. So viel zu Kleiderspenden, aber wie gesagt, da gibt es ein extra Thema. Ansonsten gibt es hier keine große Mode, keiner achtet auf Mode. Du kannst hier rumlaufen, wie du willst, außer im Minirock oder in Leggings. Im Prinzip gilt jetzt hier das Gleiche wie gestern oder heute. Morgen ist noch nicht. Morgen kommt erst. Wenn jemand weiß, dass er morgen irgendeine Zahlung machen muss und hat das Geld heute in der Hand, dann hat er es morgen nicht mehr, weil er es heute ausgegeben hat für etwas, was ihm heute interessiert hat. Aber morgen, ja, das interessiert ihn heute noch nicht, denn morgen kommt erst. Und morgen haben wir dann wieder ein Heute und da haben wir das Problem jetzt und da müssen wir uns drum kümmern. Habt ihr das verstanden? Also, den Tansanier interessiert das morgen überhaupt nicht. Ja? Was morgen passiert, sehen wir dann, wenn es kommt. Was gestern war, ist vorbei, interessiert uns nicht. Also der Tansanier lebt im Heute und denkt maximal, ja gut, vielleicht ein paar Stunden vor. Ja, also kannst abends schon mal davon reden, lass uns morgen was erledigen. Aber dann müsstest du morgen nochmal mit dem Kontakt aufnehmen, weil er es schon vergessen hat. Ja, über Müll habe ich ja auch schon mal ein Video gebracht, wie das hier funktioniert und es wird auch nochmal ein Video kommen für unser Lexikon. Aber eine Mülltrennung, also es gibt jetzt hier nicht 5 Tonnen, wo man da Müll trennt. Was mittlerweile eingeführt worden ist, dass die Müllmänner Plastikflaschen extra sammeln. Für die Plastikflaschen kriegen sie ein bisschen Geld. Ja, da müssen sie aber ganz richtig fette Säcke sammeln.
da liefere ich mal Bilder. Und das könnte man jetzt als Mülltrennung bezeichnen. Ja, aber so wie bei uns, dass man Papier, Plastik und sonst was trennt, das gibt es hier nicht. Hier gibt es noch nicht mal eine richtige Mülltonne. Man haut den Müll einfach in irgendwelchen Tüten und Säcken und übergibt das dann. Ja, das ist wahrscheinlich eins der heißesten Themen, die ich momentan ansprechen kann in Deutschland. Hier bei mir ist es eigentlich kein heißes Thema, da wo wir leben. Muslime sind hier Menschen, genau wie alle anderen. Wir haben gleiche Interessen. Ja? Jeder will essen, jeder will Toilette benutzen, jeder will was trinken, jeder will in die Schule gehen, jeder will was lernen. Jeder will seine Religion ausleben. Also das ist hier Muslime. Und es ist natürlich schwer und für mich auch schlimm, wenn ich sehe, was da momentan in Deutschland zwischen Muslimen und Christen abläuft. Wir haben das hier nicht. Bei uns läuft das sowas von friedlich. Und ich sage immer, die Leute, die da den Krieg gerade haben, die sollten sich eigentlich mal eine Scheibe von diesem Land hier abschneiden. Ja? Weil hier, wir leben alle friedlich zusammen, es gibt kein Problem, wir machen Witze zusammen, wir essen zusammen und wir streiten noch nicht mal politisch oder religiös, da gibt es nichts zu streiten. Also man ist sich hier einfach Freund. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier mit den Muslimen so leben können, wie wir leben. Wir werden hier von Kindern, von Erwachsenen, von allen möglichen Leuten als Mzungu bezeichnet. Mzungu, das könnte man jetzt als weißer Neger bezeichnen, ja, so von der, was gemeint ist. Also es betrifft schon, eigentlich heißt es Ausländer, aber es betrifft schon die Hautfarbe. Meistens werden nur die weißen Ausländer als Mzungu bezeichnet. Aber das ist nicht unfreundlich gemeint, das ist freundlich gemeint. Das ist das Gleiche, wenn ich sage, hier, ich spreche ja hier auch dauernd, selbst auf YouTube, ich spreche von Negern. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach, das sind die Menschen mit schwarzer Hautfarbe. So wie die Wazungu die Menschen mit weißer Hautfarbe sind. Und das ist einfach nur eine Betitelung, die hier sogar sehr, sehr freundlich gemeint ist. Und von daher, ich weiß, dass sich manche hier an den Begriff stören. Ja, ich habe das auch schon erlebt, dass Leute sagen, ich will nicht als Mzungu bezeichnet werden. Ja, warum nicht? Ja, wenn das einfach so die Bezeichnung hier ist für jemanden mit weißer Hautfarbe oder für einen Ausländer mit weißer Hautfarbe, dann bin ich der Meinung, sollen sie uns doch so bezeichnen. Ja, und dann macht der Ton auch die Musik. Und es ist hier kein böser Ton oder kein böser Hinterton dabei. Und von daher, letzte Meldung für heute, Mzungu, wenn er so genannt wird, seid stolz drauf. Das ist in Ordnung so. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Genauso wie die Menschen hier das auch nicht mit Neger schlimm finden. Ach, ich greife ja vor. Also, letzter Begriff für heute. Wir sehen uns wieder beim Buchstaben N bis O. Thank you.